Ewigkeit. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCouts. Ja, heute gibt es das Splatfest mal nur in Videoform. Einfach weil, während ihr das Video seht, ich gerade vermutlich auf der Comic-Con rumstapfen werde. Trotzdem sind wir in alter Manier und werden mit Discord zocken. Sustan ist dann nämlich am Start. Hi. Hallo. Und auch zwei Abonnenten machen auch mit und ein Random ist bei uns dabei. So, dass ihr angeschaltet habt. Ja, ich wollte halt zumindest wenigstens zwei Streams, beziehungsweise eben ein Stream und ein Video machen zu dem Splatfest hier. Wie wir im letzten, und das war Wasser, Streams schon festgestellt haben. Sehr schöne Farbe, die das Team erwachsen haben. Dieses Kackbraun hier. Das ja, genau. Ist wirklich eine wunderbare Farbe. Ich bin begeistert davon. So. Ja, David. Nee, wirklich. Das haben wir im Stream gestern, falls du da verpasst hast, ein bisschen festgestellt, dass die Farbe sehr diesem schönen Dünnsis ähnelt, was man ja manchmal Gelegenheit hat. Aber da will ich jetzt in die Part nicht weiter drauf eingehen. So. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich Splatoon online nur normal aufnehme und nicht streamen. Weil, wie gesagt, ich bin morgen nicht da, deshalb dachte ich mir, komm, ich nehme es auf, weil, ja. Weil sonst Stream ist es eigentlich fast immer, ne? David, noch ein Jahr darfst du noch diese schöne, blaue, grünliche Farbe haben. Dann hast du die kackbraune Farbe. Naja, es gibt safe auch viele Erwachsene, die lieber Kind werden und deshalb hier grün haben. Und dann gibt es auch noch die Ü40-Männer, die aus gewissen anderen Gründen Team Kind gewählt haben. Aber da wollen wir nicht genau drauf eingehen. Aber ich find die Wandelshöhle eigentlich ganz nice, ehrlich gesagt. Also mir gefällt die. Vor allem mit diesen, Alter, jetzt habt ihr wieder dieses Heiße hier überrollt hier, weil was wörtlich ist. Ja, also man kann halt bei der Farbe wirklich so gut eine Witze machen. Ich weiß, dass es dann irgendwann nicht mehr feierlich ist, aber es geht hier jetzt einfach. So schlecht, aber irgendwie auch witzige Witze. Hashtag this kind of logic. So, ich hab jetzt auf die Kacke gehauen. Haha! Den Job können die bringen, die diesen Stampfer haben. Die diesen Stampfer haben. Die können sagen, da habe ich jetzt mal richtig auf die Kacke gehauen, wenn die damit reden. Ja. Übrigens, Leute, Animal Crossing kommt ab jetzt, weil da ein bisschen Verwirrung gestern war. Und ich das in meinen letzten Lives irgendwie nicht fertig gelabert habe. Animal Crossing kommt ab jetzt täglich um 16 Uhr. Heute, an dem Sonntag, wo ihr das sehen werdet, kommt, es war nur die Analyse von dem Dingsbums. Also kommt halt nur dieses Treehouse live, aber das macht ja auch nichts. Also quasi das, was sie im Treehouse zu Animal Crossing gezeigt haben, haben wir so nochmal als Videoform hochgeladen. Und das kommt heute an dem Sonntag. Und ab Montag geht es dann mit normalen Animal Crossing Leaf Parten weiter. Immer ab 16 Uhr. Ganz normal als Video. Auch nicht als Premiere oder so, ganz normal als Video. Und 18 Uhr wie immer Tom und Dusty live. Die Runde ging ganz schnell. Ich glaube, die könnten wir gewonnen haben. Wäre zumindest ein nicer Start. Ja, die haben wir gewonnen. Die haben selbst gewonnen. Ja. Yay! Yeah. Wir haben die erste Runde super gewonnen. Nee, also im Stream war das eine Runde, die wir gewonnen haben. Also in diesem Video aber die erste Runde, die wir gewonnen haben. Das fängt ja schon mal gut an. So, mein Like-Counter hier, der stirbt natürlich gar nicht mal mehr. Der hier steht, weil ich ja gerade irgendwie nicht livestream. Ja, Hashtag immer noch in der Livestream-Szene aufnehmen. Ja, nee, die Livestream-Szene lasst das alles auch, weil das ist ja sonst alles so Splatoon-mäßig, you know. Ja, gut, aufnahmeendlich ist immer besser, wenn man dann das nur so alles und den Livestream, wenn man noch ein Overlay hätte. Ja, ich konnte theoretisch natürlich auch in die andere Szene switchen. Ich vielleicht für die Aufnahme auch besser. Ja, komm, hier, es bleibt jetzt in der Szene. So. Jetzt warten wir auf Gegenspieler. Normalerweise wollte ich sie rausschneiden, aber ich habe jetzt gerade nicht die Zeit dafür, deshalb lasse ich sie drin. Ganz ehrlich jetzt hier gesagt, ne? Wie gesagt, ich warte sehnlichst drauf, bis man bei der OBS die Möglichkeit hat, einfach die Aufnahme zu pausieren. Ich hoffe, dass sie das irgendwann mal per Patch oder per irgendwas bringen. Per Add-on. Oder du schneidest es einfach raus. Ja, aber da muss man so großartig schneiden, ne? Nee, das Schneiden ist eigentlich, das Rausschneiden zu was zu essen ist schwer.
Ich hätte eigentlich persönlich, wenn ich ein Video gemacht hätte, solche Stellen zum Beispiel auch raus. Ja, normalerweise schneide ich sie ja auch raus, so nicht, sie ist ja auch beim Mario Kart Let's Play damals, aber was auch immer. So, ja. Aber wie gesagt, das habe ich heute leider nicht die Zeit dafür gemacht, so heute nicht normalerweise mag ich das schon. Einfach darf er nicht verteufeln. Zum Beispiel hätte ich jetzt auch aufgeschüttet, die Stelle, wo du so lange nicht geredet hast, so. Wenn ich dann meistens eine Stelle ganz lang nicht würde. Ja, wenn natürlich. Wenn die Redepause schon ein bisschen länger ist, hätte man schon sagen können, okay, schneide ich ein bisschen, die Redepause nicht so lange ist. Ja. Ja, auch drin, so. Aber wenn ja gut, alle, ich bin halt jetzt kein, ich meine, es gibt auch Leute, die tun halt das halbe Let's Play da irgendwie rausschneiden. Da bin ich nicht der Fan von, weil ganz ehrlich... Oh, oder so, so Twitch-Streamer, die auf Videos reacten und dann die Hälfte vom Video rausschneiden. Na, okay, das ja okay, aber wenn man selbst so Videos, wenn man selbst sagt, man macht ein 100% Let's Play und dann tut man irgendwie die Hälfte da rausschneiden, aber da gerade nichts sagt, Junge, das ist kein Let's Play, es ist ein Rumgeschnitte. Ich finde ein Let's Play, meiner Meinung, vielleicht ist es wirklich nur meine, ne? Ich bin auch ein bisschen oldschool, aber meiner Meinung nach ist es beim Let's Play so, da wird da nicht irgendwas rausgeschnitten. Weil es ist ein Let's Play. Jeden Versprecher einfach immer rausschneiden. Ich meine, guck mal, verspricht sich halt, ja. Wenn sich die ganze Zeit verspricht, dann okay. Ja, weißt du, es gibt dazu so gewisse. Ja, nur ein Versprecher, ein kleiner. Und das wird schon wieder rausgeschnitten. Weißt du, es gibt dazu so gewisse YouTuber, wie zum Beispiel Hübi oder Ansgar. Also, ich hab echt nichts gegen die, aber weißt du, die tun halt dann zum Teil die Hälfte des Videos einfach rausschneiden. Und ich meine, ich find das schön. Ich habe auch echt nichts dagegen, aber das hat in meinen Augen kein klassisches Let's Play. Weil da wird jetzt viel zu viel rumgecuttet. Klasse Let's Play ist, man drückt auf die Start von der Aufnahme, es kommt Intro, dann sockt man das Game und labert ein bisschen dazu, danach drückt man auf Ende und haut die Endkarte rein. Wie wenn man normal einfach sockt, da tut mir auch nicht die Hälfte vom Game irgendwie überspringen. Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist nur meine Oldschool-Auffassung, kann jeder so sehen, wie er es möchte. Ganz klar. Ich finde das wirklich nicht so schön, wenn alles immer rausgeschnitten wird. Ja, das geht ja. Wenn der mal eine Situation über was rausschneiden muss, ja, okay. Ja, natürlich. Aber dieses Versprecher, jeder ein, nur ein Mini-Versprecher, ne, es ist nur ein kleiner Versprecher gleich rausgeschnitten. Nein. Mehrere Versprecher sind dann okay, aber bei den meisten immer so, ja, ein kleiner Mini-Versprecher, der wird gleich rausgeschnitten. Ich meine, okay, soll man natürlich sehen, dass er sich gespannt hat. Ich hab das auch mal gemacht, habe ich mich mal versprochen. Ja, da habe ich mich halt versprochen. Dann ist er wieder korrigiert und ich gleich rausgeschnitten. Also ich will jetzt auch mein nächstes wieder ein Projekt machen, was ist wirklich mal ein bisschen krasser editieren, Anführungsstrichen. Oder nein, zum Beispiel morgen den Vlog, den ich mache, während ich bei dem, bei der Comic-Con bin, das wird natürlich auch alles krass editiert und so weiter, also ich kann das schon theoretisch, aber... Ja, vor allen Dingen, wenn du auch noch Minecraft spielst, dann sind da viele Stellen, die einfach irgendwie so Zuschauer nicht interessieren. Klar, aber wie gesagt, meistens, vor allem Minecraft 2, das streamst ja alles, ne? Es geht ja jetzt nur um die Projekte, die ich eben nicht... Ja, genau, im Moment, hallo! Diese Scheißdinger, die genau in dem Moment weggehen, wo ich da drauf springe. Die mobben mich doch. Ja, da ist die Möglichkeit halt nicht. Aber hallo. Ja, die, ich glaube, ist auch hier. Mögen wir sie alle nicht. Set life forever. Oh Gott, langsam werde ich so müde. Liegt vielleicht an der Uhrzeit. So. Ich bin noch nicht müde. Also ich bin irgendwie, ja manchmal, ich bin auch, also es ist bei mir so, irgendwie, wenn ich müde bin, ja, dann bin ich halt so, ich gehe halt manchmal, aber ich zeige keine Müdigkeit an. Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich zeige nicht an, ich spreche voll so, ich spreche wie wenn, als wenn ich jetzt normal zum Beispiel rede, oder manchmal spreche ich auch schneller. Ja, es ist... Eigentlich brauche ich auch nicht viel schlafen, bin ich auch nicht so der krasse Müdigkeitstyp, aber manchmal besiegt mich dann doch irgendwie die Müdigkeit. Und jetzt so um 1:15 Uhr Zeitpunkt der Aufnahme bin ich dann doch ein bisschen müde, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich könnte jetzt auch nie, also jetzt nicht so einen 24-Stunden-Stream machen, ich würde einschlafen. Ja, ist auch. Ich kann keine Nacht durchmachen, also, ne? Also ich hab's sonst wäre, wenn ich irgendwie hier bei 12 Stunden
Ja, David, dann die anderen müssen dann den Streamer nehmen, ne? Ja, gut, 12 Stunden gehen, aber so, nee, oder was macht Musis und irgendwie 50 Stunden Stream? Klar, das läuft immer wieder, das Wissen drin kurz, aber das ist halt wirklich nur ganz kurz, also das könnte ich nicht. Ja, David, hättest du Bescheid gesagt, wäre ich auch gekommen, ich hätte den Stream gerne übernommen, also. Viel zu kompliziert. Ich hätte die Zuschauer dort unterhalten. So, let's go, we have the next round here for today. This is the next capture. The next fight you'll have to. This is now starting the turf war oder wie das da heißt. It's getting Alter, kennt ihr diese Let's Digital Werbung? Dieses Let's Digital. Ja, diese geht mir so auf den Sack. Und neulich war es im Kino. Und die erste Werbung, die geschlagen mir wirklich dreimal kam. Dreimal kam die Scheißwerbung, während ich im Kino war, bevor der Film losging. Die lange Version von diesen Scheiß-Lied-Werbung. Oh, die geht mir so auf den Sack, diese gute Frau. Make your account a bank account. Let's get digital. Digital. Also, das geht mir so auf den Sack. Digital. Let's get so digital. Ja, wir müssen das genau. Eindringen. Ja, ja, wir machen jetzt auch einen Song, der genauso ist. Ja, nee, wirklich, das Ziel von Selfie Producer ist, der Werbung zu machen, die hängen bleibt. Und diese Werbung bleibt hängen. Weil wie die Malternativ so schön neulich mal auseinandergenommen hat, das Ding auch angeschaut hat, die haben schon einiges richtig gemacht. Hallo, ich bin wieder der lustige Mann aus dem Die haben zumindest das Originallied genommen, was irgendwie jeder kennt. Keine Ahnung, wie das gerade heißt, aber das Original ist, kennt jeder. Haben die dann ein bisschen umgeschrieben, haben dann da so eine alte 60s, 80s Frau reingeklatzt, das Bildformat natürlich noch so in 4:3 gemacht, und dann hat's halt gepasst, ne? Die haben es da so viel Mühe gemacht, an dich findet sie die auch geil, aber... Das ist ja eigentlich sozusagen ein Cover, so. Ja, die haben auch die Long-Version davon, ne? Es gibt's auch als ganzes Lied tatsächlich. Ich glaube, die Originalversion war Let's Get Physical. Genau, richtig. Die das kennt jeder. Alter, der da! Ich wurde wieder von Brauner Scheiße überwältigt, ey. Das ist echt nicht feierlich. Nee, das ist erst. Aber daran hänge ich mich erst auf, wenn ich das Scheiße hier. Das ist erst nicht feierlich. Nee, I'm gonna tell you. This is not feierlich. Der kippt mich hier mit seiner Scheiße voll. Mit dem Scheißeimer. Ja, wer kennt's nicht, ne? Ja, was auch mir auf den Sack geht, ist die Coin Master Werbung. Vor allen Dingen in Dort YouTuber sind die Prank Bros, Simon, Destiny und Bibi. Wo, was? Es gibt ja diese Coin Master Werbung von Bibi, Simon, Destiny und so. Ja, diese Coin Master Werbung geht mir richtig auf den Sack. Vor allen Dingen, wenn da noch so Bibi, Simon, Destiny und die Prank Bros drin sind. Nein. Also, es gibt gute Werbung, es gibt aber sonst halt auch S-Leste Abfuck Werbung. Oh, die Bravo Lotto Werbung. Ey, Junge. Am besten ist jetzt, die Werbung finde ich echt provokant, weißt du? Ja, da ist so ein Typ und die hängt bei uns derzeit so auf allen Bushaltestellen. Da ist so ein Typ mit einem Cabrio, das ist so eine Lotto-Werbung und drunter steht irgendwie, wer Lotto spielt, kann es, wer Lotto spielt, es lebt in Gefahr, sich kein Dach leisten zu können. Und dann ist so irgendwie so ein Typ mit so einer Sportskarre, der Cabrio fährt. Irgendwie sowas. Ich finde das richtig provokant. Weil, aber diese Bravo-Werbung ist irgendwie so, die eine Frau so, ich hab mein Studium abgebrochen, meine Familie redet nicht mehr mit mir. Und dann auf einmal die Nachricht, oh mein Gott, ich hab gerade 50.000 Euro Bravo-Lotto gewonnen. Und auf einmal spricht die Familie wieder mit ein, weil wir das ganze Geld haben. So sieht's aus. Ei. Ey. Aber wirklich, manche Werbungen sind echt scheiße. So, die Werbungen, die mich interessieren, was sind das denn? Werbung für Spiele, so für Games, Nintendo, PS4, Xbox, Dings so. Also, ne? Für andere Spiele. Und welche Werbung interessiert mich noch? Ja, vielleicht Konsolen, Handys. Ich glaube, das ist alles so teuer, als sie ein bisschen erklären, wie das funktioniert mit der Pause. Es hakt da nochmal nach.
Ich werde da schon eine Lösung finden, I'm gonna tell you. So. Also das Video wird natürlich nicht so lange wie meine normalen Streams, ist ja ganz klar. Ich mache diese und dann noch eine Runde und dann soll es auch wieder gut gewesen sein für das Video hier. Jetzt ungefähr 20 Minuten Länge hat oder so, 25. Das war jetzt auch das erste Video mit mir. Ist ja ganz nice, ja. Weil normalerweise mache ich sowas als Livestream, bietet sich auch viel mehr an, aber morgen bin ich halt nicht da. Deshalb, lel, kommt es morgen als Video. Also wenn ihr das seht heute, dann wir aufnehmen eigentlich auch heute. Also oder so heute, weil ich so nach Mitternacht. Sowas tut mein Brain immer total überfordern. Dieses, wenn ich irgendwie sag, wenn ein Freund, immer also wenn ein Freund, wenn ich beim Freund übernachte, dann ist die Frage, ja, wann müssen wir morgen aufstehen? Mimi, wann müssen wir heute aufstehen? Heißt das nämlich so nach Mitternacht? Das tut dann immer mein Brain so richtig auseinandernehmen. Denke ich mir nur so an, komm. Bevor ich schlafen gegangen bin, ist morgen und heute. Und das heißt auf den ganzen Rest. Aber David, wenn man mal so guckt, man guckt so, wie die komischen Kinderküche da chillen, ne? Der eine, der hängt sich ja richtig auf hin, der fällt gleich vom Hochhaus runter. Ha, ist auf dem Peter erledigt. Wenn man mal guckt, wie die Kinderküche, also die Küche oder so da chillen, ne? Dann sieht man die Längen gleich. Die Längen halt wirklich gleich. Ist. Wo sind denn. LOL. Alter, wie krass ist der Ausblick hier? Das ist ja eine richtig fette Straße, ne? Ich hasse es, wenn flatten Leute zu dir springen, wirklich. Erstens, das ist komplett dumm, weil meistens ist ein Gegner in der Nähe. Und der sieht das dann. Erstens, der lässt dich auf den zweiten, da wird irgendwie drauf geschossen, bis der da ist und der ist gleich down. Deswegen springe ich auch nie zu anderen Leuten. Ja, ich mach's manchmal. Kommt halt drauf an. Ich mach das gar nicht wegen den Gegnern. Weil sonst bin ich jetzt vielleicht gut. Das ist meistens so. Also wenn ich so oder so tot wäre, hallo! Ich hab doch dreimal über dich drüber gepinselt hier! Hä? Hier ist ja eigentlich verarschen. Mein Herz. David, so. Wir nehmen öfter zusammen auf, oder? Das ist. Mei. Nee, ist ja eigentlich ganz lustig, ne? Aber wie gesagt, mal was Stream ist ja. Aber ja. Mal eine Aufnahme ist ja auch mal was anderes. Abwechslung ist bunt, Abwechslung ist witzig und wichtig. Ja. Ich hätte auch mal früher so gemacht, ja, ich nehme in der Woche auf und Wochenende streame ich mir irgendwann, habe ich nur noch gestreamt auf YouTube. Ja. Hab ich dann so für Videos so erstmal so alles verloren. So. Also ich will auch sagen, das ist allerhöchstens am Tag in der Woche, auch mit School und allem, irgendwie nur Tom und das Live und Animal Crossing aufnehmen und halt natürlich noch am Abend streame. So das ist quasi, wenn ich nach Hause komme, eine Stunde für YouTube verwende, mit Videos aufnehmen und ein bisschen schneiden, vielleicht eineinhalb Stunden, okay. Und am Abend noch ein bisschen streame. Aber den ganzen Rest, die ganzen anderen Videos nehmen, ist Wochenende auf. Komplett vor Produktion für die ganze Woche. Also ja, nehme ich mir ab jetzt vor. Und das müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, ich will mal reden, David dreht dann auch. Ja. Also ich habe dann jetzt auch mit YouTube aufgehört, weil ja nur Streaming ist auf Twitch Mixer besser. Aber ich glaube, ich fange irgendwann vielleicht wieder mal mit YouTube an. Das Ding ist, bei meinem alten Kanal hatte ich wen, der hat mich die ganze Zeit nur beleidigt im Stream. Er hat sich andere YouTube-Accounts erstellt, weil ich habe ihn immer aufgeblendet. Ja, das hatte es auch mal, aber so als Leute, dann andere die... YouTube-Account, noch ein YouTube-Account, noch ein YouTube-Account, noch ein YouTube-Account. Ja, ja. Oh. Soll ich Leute einfach nicht beachten. Das war nur, weil ich bei einem Kumpel auf dem Kanal auch mal gestreamt habe, weil bei ihm sein Internet nicht geht. Das verkraftet sein Internet nicht, weil der Stream jede Sekunde einen Hänger hat. Es liegt nicht am PC, es liegt jetzt in seinem Internet. Es kann diesen Bildinhalt nicht richtig übertragen, weil er hat Bürgernetz. Er hat kein richtiges Internet, weil die da, keine Ahnung, irgendwas machen. Und deswegen habe ich nur ihm ja geholfen und der eine so, ey, ich will den da, also ich will den sehen und so und nicht dich da. Und dann hat er mich nur deswegen beleidigt, nur weil ich auf den Kanal von meinem Kumpel gestreamt habe. Hä, wie ist jetzt die Verbindung jetzt unterbrochen? Aber na gut, wenn es unterbrochen ist, dann war es ein Zeichen, dass der Part zu Ende sein soll. Ich hoffe, der ist zumindest so niemals an. Dann war's das hier mit dem Splat und 2 Part, liebe Leute. Ich hoffe, es hat gefallen. Das war's auch alles zu dem Splat, was tatsächlich ist. Weil, wie gesagt, morgen am Sonntag bin ich weg. Hat auch wirklich Spaß gemacht, mal so eine Runde mit dir aufzunehmen. Ja, war in der Tat ganz lustig. Wird es bestimmt. Können wir mal öfter machen. Ja, wird es bestimmt mal wieder ergeben, so nix. Aber ich glaube, es wird dieses Splatfest zumindest mit der braunen Farbe auch nicht zwangsweise vermissen. Ja, wenn ihr mal gespannt, welches Team gewinnt, da gibt es natürlich ja das Update, sobald das bekannt ist, wie immer.
Danke fürs Mitzocken an Zastenkröte, war doch ganz lustig, die kleine Aufnahme hier. Und ja, ne, wir sehen uns wieder um 18 Uhr zu Tomodachi Live vermutlich. Haut rein, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.